Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu den Most Actives heute am Donnerstag. Es ist relativ der Start des neuen Jahres quasi. Das heißt, falls wir uns noch nicht gesehen haben, wünsche ich Ihnen natürlich noch mal ein frohes neues Jahr. Und auch für den DAX hat das Jahr recht ordentlich begonnen. Und auch der Handelstag heute, also der Donnerstag, hat erneut, wir haben in letzter Zeit schon einige neue Rekorde beim DAX gesehen, so auch heute im Vormittagshandel. Danach ist im DAX wieder so ein bisschen die Puste ausgegangen. Also heißt zwar noch ein Plus, aber eben nicht mehr ganz so hoch. Denn vorhin haben wir bis auf 12 Pünktchen uns schon an die 14.000er-Marke rangerobbt. Aber ganz hat es dann eben doch nicht geklappt. Schauen wir mal, was der US-Handel dann nachher vielleicht noch bringt. Da geht es jetzt ja gerade in diesen Minuten los. Ja, und Stichwort USA, was haben wir da gesehen? Zum einen verstörende Bilder. Zum anderen sehen wir da jetzt aber auch nach der Stichwahl in Georgia eine klare Machtverteilung jetzt im Senat. Also dadurch, dass seit zwei Demokraten gewonnen haben. Und das bedeutet dann natürlich für Joe Biden, wenn er dann Präsident ist, dass er erstmal quasi durchregieren kann. Und so klare Verhältnisse, das hört man an der Börse eigentlich relativ gerne. Ansonsten haben wir im Markt im Moment auch einiges an Impfstoffhoffnungen. Und deswegen, da verbirgt sich jetzt auch einiges bei den meistgehandelten Werten. Heute beim Online-Broker Flatex schauen wir auch direkt auf die Kaufseite. Xiaomi, Bayer, Plug Power, CureVac und BioNTech. Wobei ich gerade feststelle, bei BioNTech fehlt ein I, aber ich bin mir sicher, Sie wissen, das ist BioNTech, was damit gemeint ist, auf Platz 5. Bayer und CureVac. Wir starten mal mit Bayer, denn die beiden, also Bayer und CureVac, die haben eine Impfstoffallianz, so heißt es jetzt, geplant. Also damit will man vor allem jetzt schneller vorankommen. Und so eine Impfstoffallianz, also in dem Fall Bayer-CureVac, das erinnert einen natürlich jetzt, wenn man das so hört, so ein bisschen an diese Allianz BioNTech und Pfizer. Und die war ja durchaus erfolgreich, wenn es darum geht, eben schnell einen Impfstoff hier jetzt auf den Markt zu bringen. Und zwar soll Bayer CureVac quasi bei der Produktion und dem Vertrieb helfen. Und CureVac wiederum ist in dieser neuen Allianz der Inhaber der Marktzulassung. Wobei Bayer könnte möglicherweise die Marktzulassung in anderen Märkten außerhalb Europas übernehmen. Und wenn man sich die Aktien heute anguckt, dann merkt man also, die Börse findet diese Impfstoffallianzpläne ziemlich gut. Bayer hat davon profitiert, aber noch viel mehr CureVac. Also die Aktie hat daraufhin wirklich einen ziemlichen Sprung nach oben gemacht. Impfstoffhoffnung ist natürlich generell was man am Markt im Moment gerne hört. Wir schauen jetzt weiter direkt auf die Verkaufsseite, wobei wir da einige Bekannte treffen, die wir gerade auch auf der Kaufseite gesehen haben. Plug Power ist hier mit dabei, CureVac, Bayer, Neil und Wirecard. Quasi kurz vor Schluss im Xetra-Handel noch mal mit dabei. Da gucken wir jetzt aber nicht hin, sondern auf Plug Power, denn da gab es zuletzt einen ordentlichen Kurssprung bei dem Hersteller von Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Und da ist natürlich dann die spannende Frage immer, wie geht's weiter? Wenn man auf den Chart guckt, und das tun die Kollegen vom Aktionär zum Beispiel auch gerne, dann gleicht der immer mehr einer Fahnenstange. Gerade im Langfristchart kann man das sehen. Und die Aktie profitiert eben von der Ausrichtung auf den Megamarkt Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Generell haben Unternehmen aus dem Sektor in der letzten Zeit zugelegt. Und das hat jetzt auch unser Chefredakteur Leon Müller zum Anlass genommen, da mal genauer hinzugucken. Und er hat jetzt eben gesagt, okay, wer bei Plug Power investiert ist, der freut sich über satte Gewinne. Wer jetzt aber noch nicht ist und an der Seitenlinie steht und jetzt den optimalen Zeitpunkt sucht, hat natürlich wie immer das Problem, wann ist der? André Costolani hatte schon gesagt, einer Straßenbahn und einer Aktie sollte man nie nachlaufen. Stellt sich dann die Frage, was tut man dann? Und da hat Leon Müller dann für die Leser vom Aktionär eben gesagt, quick, gehen Sie dann vielleicht eher in die Breite. Stellen Sie sich da breiter auf. Bei aussichtsreichen Unternehmen eines stark gefragten Sektors. Langfristig überzeugende Renditen wird dabei erzielen, wer seinen Einsatz auf mehrere Titel verteilt. Und interessant in der Hinsicht auch für eine Diversifikation zum Beispiel, dass da das Megathema nachhaltige Investments unter anderem auch im Save the World Index, den der Aktionär hier vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen hat, auch mit enthalten ist. Und der hat sogar den Tech-Index Nasdaq 100 geschlagen, performance-technisch. So. Jetzt hat die Stunde geschlagen für die Most Actives. Die sind für heute nämlich schon durch. Aber morgen ist Freitag, heißt, es gibt eine weitere Ausgabe vor dem Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.